Hallo liebe Anime-Freunde und herzlich willkommen zu What the Anime Review. Mein Name ist Lukas und warum ich den Anime Erase, beziehungsweise im Deutschen die Stadt, in der es mich nicht gibt, so ungemein feiere und warum es sogar einer meiner Lieblingsanimes ist, das erfahrt ihr jetzt in der Review. Der 29 Jahre alte Manga-Autor Satoru kann in die Vergangenheit reisen. Zumindest sobald Menschen in seiner Umgebung in einer lebensgefährlichen Situation sich befinden, reist er plötzlich in die Vergangenheit und hat damit die Möglichkeit, ja, diese Situation dieses Menschen quasi zu verhindern. Also er ist ein zeitreisender Lebensretter. Doch über diese Fähigkeit kann er nicht kontrolliert bestimmen, denn das passiert einfach plötzlich, wenn in seiner Umgebung jemand in Gefahr ist. Als seine Mutter Sachiko einen Serienmörder erkennt und die Polizei verständigen möchte, wird diese getötet. Und Satoru findet sie dann schließlich zu Hause und plötzlich reist er ebenfalls in die Vergangenheit. Allerdings nicht nur ein paar Sekunden oder Minuten in die Vergangenheit, sondern direkt 18 Jahre und findet sich 18 Jahre später, also früher, in seinem eigenen Ich wieder und denkt daran, dass er eventuell die Möglichkeit bekommt, seine Mutter zu retten und den Tod damit zu verhindern, indem er jetzt die Zukunft verändert. Erased ist dabei eine Anime-Geschichte, die so viel mehr ist als nur eine spannende Zeitreise, nämlich ist es ein, ja, wirkliches gutes Gemisch aus emotionaler Liebessituation, denn ja, Satoru kommt auch auf die Idee, dass dieser Serienmörder, der seine Mutter umgebracht haben könnte, auch eine Mitschülerin damals umgebracht hat und er versucht natürlich, dieses Mädchen auch irgendwie noch zu retten. Und in diesem ganzen Wirrwarr entwickelt sich nicht nur eine spannende, ja, spannende, mitreißende Geschichte, wie er das Leben verändert und was vor allem die Zukunft bedeutet, wenn man sie verändert, sondern auch eine wirklich emotionale, ja, romantische Geschichte zwischen den beiden und auch natürlich eine innerlich emotionale Geschichte, wie er denn letztlich seine Mutter, aber auch so viele Menschen wie möglich retten kann, denn er ist letzten Endes, ja, findet er für sich selbst verantwortlich für das Leben vieler Menschen, die er eventuell mit dieser Entscheidung, die er jetzt 18 Jahre, ja, in der Vergangenheit nochmal ändern kann. Und damit ist der Anime für mich ein wirkliches emotionales Chaos-Abenteuer, was mir so gut gefallen hat. Denn die Musik macht den Anime so genial. Die Musik ist in so vielen Szenen so berührend, so emotional mitreißend und das und untermalt diese Geschichte zwischen, ja, der Mitschülerin, aber auch Satoru oder auch der Geschichte von seiner Mutter so ungemein gut. Auch die Geschichte zwischen den beiden, also zwischen der Mitschülerin, die damals von dem Serienmörder getötet wurde, und Satoru, ist einfach so ungemein gut geschrieben und man hat das Gefühl, hier fiebert man nicht nur mit, weil man versucht, diesen Mörder der Mutter irgendwie mit zu verfolgen bzw. mit zu schnappen, sondern man hat da auch irgendwie noch eine emotionale Bindung zu diesen Charakteren und die baut sich auch in meinen Augen so ungemein schnell auf. Für mich ist das ein Anime, der mir so ungemein gut gefallen hat, dass ich ihn euch jetzt hier in der Review definitiv einfach mal kundtun möchte. Und für mich ist es einer meiner Lieblingsanimes und deswegen bekommt der Anime von mir an sich in seinem Genre eines, ich würde sagen, Thrillers, denn irgendwie hat er so ein bisschen Mystery-Thriller-Touch, der sich wirklich, ja, das sich von Anfang bis Ende irgendwie durchzieht, dieses Gefühl, was dabei entwickelt wird. Aber es ist auch eine Liebesgeschichte, es ist eine romantische Geschichte, es hat so viel mehr und es hat vor allem auch für jemanden, der sich, ja, der das so romantisch vielleicht eher kitschig findet, für den ist es hier dann irgendwie doch eine bindende Geschichte. Zumindest hat es bei mir funktioniert und das, denke ich, wird bei euch genauso sein. Einer meiner Top-Animes und damit eine Wertung von 9,5 habe ich, glaube ich, gegeben, steht auf meiner Liste, 9,5 von 10 möglichen Punkten. Und es ist damit ein Anime, der mir so gut gefallen hat und den ihr euch anschauen müsst, wenn ihr ihn euch angeguckt habt. Dann schreibt mir in die Kommentare, wie ihr ihn fandet und vor allem, welche Wertung ihr gegeben hättet. Und ansonsten, gebt dem Video gerne ein Like nach oben oder abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und vor allem auch keine Anime-Reviews mehr zu verpassen. Denn hier oben geht es zur nächsten Anime-Review und hier unten kommt ihr zum nächsten Film-Review-Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, schaut weiter Animes.